Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder eine Reitpad-Vorstellung für euch. Und zwar möchte ich euch das Physio Support von Barefoot vorstellen. Ich hatte euch auf meinem Kanal ja schon einige Reitpads vorgestellt und das ist wirklich ein Reitpad, das im Internet momentan total gehypt wird. Jeder will es haben, es ist überall ausverkauft. Ich hatte auf eBay Kleinanzeigen tatsächlich Glück. Ich habe es mir für das Video gekauft, weil ich es einfach auch selber mal testen wollte. Wie gesagt, im Internet sind sehr, sehr viele positive Berichte zu dem Reitpad und ich wollte euch das in diesem Video einfach mal vorstellen und es passt einfach auch perfekt in unsere Reitpad-Reihe. Es wird ja noch ein Video geben, wo wir dann alle Reitpads, die wir bis jetzt schon vorgestellt haben, testen werden. Jetzt würde ich euch aber gerne erstmal dieses Physio Support vorstellen. Das ist auch ein Reitpad von Barefoot. Und zwar ist es ein Reitpad, wie ihr schon sehen könnt, was sehr, sehr stark gepolstert ist und sehr hohe Pauschen hat. Das ist einfach dafür da, um den Reiter wirklich zu stabilisieren. Also dieses Reitpad ist wirklich perfekt für unsichere Reiter oder Reiter, deren Pferde wirklich sehr, sehr viel Schwung haben, die einfach wirklich sicher sitzen wollen. Ich habe auch schon mal den Begriff Reitprothese gehört. Das könnte tatsächlich sogar zutreffen. Dennoch finde ich das Pad mega, mega bequem. Es ist natürlich was ganz anderes als jetzt zum Beispiel das Signum Reitpad. Die Signum Reitpads sind viel, viel fester vom Material. Das ist jetzt hier aus einem Kunststoffmaterial gefertigt, also einem, ja, so ein Mikrofaser, ist also kein echtes Leder und dementsprechend unterscheidet es sich natürlich auch von den anderen Reitpads, die wir euch schon vorgestellt haben, aber Näheres dazu erfahrt ihr dann eben in einem der weiteren Videos. Das Reitpad ist aktuell in zwei Größen auf dem Markt, einmal in der Größe Pony und einmal in der Größe Warmblut oder für Erwachsene eben. Das ist jetzt die Größe 2, also die größere Größe von beiden. Dementsprechend hat man hier auch, wenn man ein bisschen mehr ist, auch sehr gut Platz oder auch eben längere Beine hat, weil das natürlich auch hier vom Blatt etwas länger geschnitten ist als das kleine Reitpad. Das Besondere an dem Reitpad ist nicht nur, dass es hier eben sehr stark gepolstert ist, sondern auch, dass es hier eben diese tolle Wirbelsäulenfreiheit hat. Es hat wie das Barefoot Physio Pad auch eben diese Unterlage, die man eben noch speziell polstern kann. Dementsprechend braucht man auch nicht unbedingt eine Schabracke dazu, vielleicht um das Reitpad ein bisschen vor Staub und Dreck zu schützen. Aber sonst ist das Reitpad eben auch ohne Schabracke wunderbar zu reiten. Und ich würde sagen, ich zeige euch das Pad jetzt einfach mal von unten. Ich habe den Gurt jetzt schon mal abgemacht, damit ich euch das Pad von unten zeigen kann. Wie ihr sehen könnt, besteht das wie das Barefoot Physio Pad eben... Nein, du sollst ja nicht reinbeißen. Wie das Barefoot Physio Pad eben auch aus zwei Teilen, welches man hier auch abkletten kann und was man dann dementsprechend auch polstern kann. Hier im hinteren Bereich ist noch so ein bisschen Schafswolle, damit das Pad eben nicht hinten scheuert. Hier ist natürlich das gleiche Problem wie auch bei dem anderen Barefoot Pad. Es kann sein, wenn ihr super breite Pferde habt, dass sich dieser Rand dann eben hier am Pferd abzeichnet beim Reiten. Das ist vielleicht nicht ganz so schön. Bei schmaleren Pferden dürfte das kein Problem sein. Ja, und so schaut es eben von unten aus. Es ist eben auch so eine, ja, Sympanova-Unterseite, sagt man dazu, glaube ich. Genau gleich wie das andere Barefoot-Pad. Ja, eigentlich ein sehr schönes und sehr durchdachtes Pad. Ja, das war meine kleine Vorstellung von dem Barefoot Physio Support, so ist der richtige Name. So ein langer Name, den konnte ich mir am Anfang des Videos kaum merken. Ich habe es, glaube ich, 100 Mal aufgenommen. Egal. Also, das war die Vorstellung von dem Reitpad Physio Support. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr mehr Reitpad-Videos sehen wollt, also mehr Vorstellungsvideos und auch eben unseren Reitpad-Test, dann schaut auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbei. Da werdet ihr noch viele weitere Videos finden. Ihr könnt mich natürlich auch gerne kostenlos abonnieren, um keins meiner Videos zu verpassen. Und dann hoffe ich, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, ciao!